Hallo meine Lieben, in diesem Video erkläre ich dir, wie man Elmex Gelee richtig verwendet und auch wofür man es verwendet. Und am Ende des Videos gibt es noch eine wichtige Ankündigung von mir, also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Viele von euch kennen ja schon Elmex Gelee und ich habe bereits vor vielen Jahren schon mal ein Video über Elmex Gelee gemacht. Allerdings hat sich in Bezug auf die Anwendung etwas geändert. Ich sage noch einmal ganz kurz, wofür man Elmex Gelee verwendet. Elmex Gelee enthält ja mehr Fluorid als normale Zahnpasta. Deswegen kann man es einmal in der Woche verwenden. Und zwar ist es sehr gut geeignet, einerseits um Karies entweder nur vorzubeugen oder aber auch, wenn man bereits eine beginnende Karies hat, also eine sogenannte Initialkaries, die bisher nur im Schmelz ist, dann kann man es auch verwenden, weil Elmex Gelee die Remineralisation unterstützt und damit bewirken kann, dass diese beginnende Karies nicht mehr größer wird oder vielleicht sogar wieder verschwindet. Also Elmex Gelee unterstützt, dass Mineralien in den Zahnschmelz eingelagert werden. Außerdem macht Elmex Gelee die Zähne widerstandsfähiger gegenüber Säuren. Und Karies entsteht ja, indem Bakterien Zucker verstoffwechseln und in Säure umwandeln und diese Säuren greifen den Zahnschmelz an. Und durch Elmex Gelee werden die Zähne einfach widerstandsfähiger gegenüber diesen Säuren. Das heißt letztendlich natürlich, dass damit Karies vorgebeugt wird. Außerdem kann man Elmex Gelee sehr gut verwenden, wenn man kälteempfindliche Zähne hat. Auch dagegen wirkt es sehr gut. Elmex Gelee darf ab 6 Jahren verwendet werden und wie gesagt nur einmal in der Woche aufgrund des erhöhten Fluoridgehalts. Wie wendet man jetzt Elmex Gelee also richtig an? In der Anwendung hat sich etwas geändert. Früher hat man immer gesagt, man soll mit Elmex Gelee die Zähne putzen. Am besten sogar erst ganz normal die Zähne putzen und hinterher nochmal 3 Minuten mit Elmex Gelee putzen. So hatte ich das auch in meinem alten Video erklärt. Dann ist man mit der Zeit ein bisschen mehr dazu übergegangen zu sagen, wenn jemand aber MIH hat, also Kreidezähne, dann sollte man Elmex Gelee nur aufpinseln und einwirken lassen und nicht mehr richtig damit putzen. Hintergrund ist einfach, dass Elmex Gelee einen leicht sauren pH-Wert hat. Das hat man immer schon gewusst, aber man hat keine negativen Folgen festgestellt, wenn man mit Elmex Gelee putzt. Das ist wie gesagt auch nur ein leicht saurer pH-Wert. Aber dann ist man eben irgendwann dazu übergegangen zu sagen, bei Kreidezähnen sollte man vielleicht nicht unbedingt noch mit diesem leicht sauren pH-Wert putzen, weil die Zähne ja ohnehin schon sehr anfällig sind, weil der Zahnschmelz nicht richtig entwickelt sind. Und bei diesen Zähnen sollte man dann lieber es nur auftragen und einwirken lassen. Und dann ist man immer mehr dazu übergegangen und hat gesagt, eigentlich reicht es generell aus, es einfach nur aufzutragen und einwirken zu lassen. Man muss gar nicht damit putzen. Also auch wenn man gesunde Zähne hat, heißt es jetzt mehr und mehr, dass man einfach nur es aufträgt auf die Zähne und einwirken lässt und nicht mehr damit putzt. Jetzt sage ich dir einmal, wie ich persönlich das heutzutage handhabe. Ich finde es ein bisschen komisch, es nur irgendwie aufzutragen. Also ich mache es so, ich putze einmal kurz damit, also dass überall einmal das aufgeschäumt ist und ich bei jedem Zahn einmal kurz drüber gegangen bin, dass ich es wirklich verteilt habe im Mund und es wie gesagt so ein ganz bisschen aufschäumt dabei und in diesem Zustand lasse ich es dann einwirken. Das heißt, wenn man so minutenmäßig mal guckt, ich kann es nicht genau sagen, aber etwa 30 Sekunden vielleicht putze ich einmal kurz damit drüber und dann lasse ich es noch ungefähr 2 Minuten einwirken auf den Zähnen. Dann ist auch immer wieder die Frage, soll man hinterher nur ausspucken oder darf man auch mit Wasser nachspülen? Du darfst definitiv auch mit Wasser nachspülen. Diese Einwirkzeit von etwa 2 bis 3 Minuten reicht aus, um eben die volle Wirkung des Elmex Gelee nutzen zu können. Man muss es hinterher nicht noch lange in der Mundhöhle behalten. Das heißt, man kann wirklich mit Wasser hinterher ausspülen. Und ich würde auch tatsächlich mit Wasser hinterher nachspülen, weil ich möchte davon so wenig wie möglich runterschlucken. Letztendlich enthält es ja nun mal mehr Fluorid und generell ist eine Zahnpasta natürlich auch kein Lebensmittel. Also ich möchte so wenig wie möglich davon herunterschlucken. Darum spüle ich immer mit Wasser hinterher meinen Mund aus. Und jetzt kommen wir auch zur Ankündigung. Wie sage ich das denn jetzt? Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich in den letzten Monaten eher wenige lange Videos gemacht habe. Ich habe euch zwar immer mit diesen Shorts, also mit den kurzen Videos versorgt, da fast jeden Tag eins hochgeladen, mit wenigen Ausnahmen. Da war ich sehr aktiv, aber die langen Videos sind ja etwas kürzer getreten. Das hat auch einen bestimmten Grund und zwar haben Marc und ich gerade auch in den letzten Monaten, aber insgesamt schon seit ungefähr einem Jahr an einem Projekt für euch gearbeitet. Und dieses Projekt ist jetzt im Endspurt.
Und in dieses Projekt ist einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit geflossen. Wir haben jede freie Minute, die uns zur Verfügung stand, daran gearbeitet. Und deswegen, ja, sind die längeren YouTube-Videos da leider etwas kürzer getreten. Aber das Projekt, das jetzt daraus entstanden ist, das war es meiner Meinung nach auf jeden Fall wert. Und wir sind mega gespannt darauf, wenn es endlich fertig ist und es für euch erhältlich ist. Wir können noch nicht ganz genau sagen, wann es fertig sein wird, weil ja, es doch immer letztendlich alles ein bisschen länger dauert, als man denkt. Und wir haben in dem Jahr schon so viel adaptiert und nochmal neu gemacht und wieder angepasst, um es eben bestmöglich für euch zu machen und ja, einfach ein super Ergebnis für euch zu liefern. Und deswegen können wir jetzt noch nicht ganz genau sagen, wie lange es noch dauern wird, bis es kommt. Aber es ist auf jeden Fall jetzt absehbar und es ist jetzt spruchreif. Und ja, ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass da in sehr naher Zukunft etwas für euch kommen wird, worüber ihr euch bestimmt freuen werdet. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass es eure Zahnpflege und vor allem eure Zahngesundheit nochmal auf ein ganz neues Level bringen wird. Und wenn es erhältlich ist, werde ich euch natürlich nochmal darüber informieren. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, da habe ich bereits schon einiges durchblicken lassen und immer mal wieder Tipps gegeben, worum es geht. Also die auf Instagram mir folgen, die sind da sozusagen immer noch ein Stück schneller mit den Infos als hier bei YouTube. Und was es genau sein wird, werdet ihr dann noch erfahren. Mit YouTube wird es auf jeden Fall weitergehen. Also ich mache natürlich weiterhin Videos und ich werde auch dann wieder mehr lange Videos machen, wenn das erstmal fertig ist, das Projekt, und ich wieder mehr Zeit habe, dann werde ich auf jeden Fall auch wieder längere Videos machen. Und da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. Und dann war es das jetzt erstmal mit diesem Video und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.